Jetzt hier machen. Ich hab da was für dich. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Oh, ein Bild von ihm und dem, seinem Kind. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. Ja, man darf gespannt sein. Ja, ich will mich erst mal umgucken. Oh, ich kann gar keine Taschenlampe hier anmachen. Was ist das denn? Deaktiviert. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt geile Base. Es waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Na, wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Und vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Na, Kleiner? Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Ja, braver Hund. Aber er ist wie ein Freund. Das glaube ich. Netter Hund. Coole Base, Wahnsinn. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Geile Sache. Es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um 1 Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Rauchbomben, ah, cool. Gucken wir mal hier. Dann mal los. 152. Habe ich wieder gut gesammelt. Ich brauche unbedingt Level 4 Werkzeug. Sehr schön. Mehr nach links. Vorsicht. Okay, das ist gut. Dann
es gut. Lecker. Okay, und das war's. Fertig. Mach schon, drück drauf. Es geht los. Coole Sache. Da siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Gleich. Machen wir gleich. Looten muss sein. Aber Frau Mietz war auch wieder mal hier. Alles alle. Ach, ein Stänkchen. Seid ihr hier? Ah, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Tommy. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal. Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Wir haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Na echt? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Oh oh. Mist! Räuber! Haltet sie auf! Lass sie nicht ins Gebäude! Du bist tot! Headshot. Ah, verdrückt. Ich wollte nachladen. Headshot.
Ich hatte ihn getroffen, aber anscheinend Klickfehler. Der hat den Helm auf, ey, krass. Alter, weiter. Könnt ihr etwas sehen? Los, schnell zur Brücke. Räuber, sie kommen ins Gebäude. Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch. Bleibt hier. Sie sind hier, versteck dich. Maria. Oh, verdammt. Tschüss. Jemand hat's erwischt. Ja. Ein Schuss noch, naja. Was habe ich denn sonst noch? Munitionsarmut langsam. Oh, die sind aber gut, du. Oh.
Von wo kam das? Ja, die Frage ist, von wo kam das? Von wo kommt der Granatenwerfer? Wie die Munition hier drauf geht, ne? Ich muss mal eben gucken, ob ich Muni finde. Puh. So. Ich habe da irgendwo hier noch Granaten abgeworfen. Ist ja doof, dass die keine Munition fallen lassen.
Boah. Wieder voll angespannt. Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann, sie kam aus allen Richtungen. Maria schrie, wir müssen weg. Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig, hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Mhm. Toll. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Komm, ey, was ist? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Was? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay. Seid vorsichtig. Krass. Da. Da sind Spuren. Na komm. Tja. Ja gut, der behandelt sie jetzt auch wirklich nicht besonders. Sie kann doch nicht wahr sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Die kommt sie halt überflüssig vor. Ich weiß nicht, was sie hat. Boah, so ein Pferd ist in so einer Welt echt was wert. Gehen wir. Ellie, was soll das denn bloß? Okay, gut. Oh, ein kleiner Wasserfall. Viel zu viele. Geh außen rum, ich geb dir Deckung. Thank you.
immer dieses Verdrücken, ey. Scheiße! Dafür bist du bezahlt! Ach, ist mein Bruder! Fast den Bruder ermordet, ey. Ja, den habe ich ein bisschen maltretiert. Ja, ich gebe es zu. War nicht die ganz die feine englische Art, aber gut. In Kriegszeiten muss man auch mal den Bruder ein paar überbraten. Ne? Hude! Hude, Hude! Wo ist er denn? Komm! Zu den Pferden. Hopp, hopp. Mein Pferd ist ein bisschen bockig. Geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen.
Ja, mein Schicksal. Sie muss da drin sein. Wow, sieht das schön aus. Sieht sicher aus. Vorsicht! Ellie? War voll die Rattenplage, ja. Ellie! Ich bin hier! Oh, Herrgott! Ich bin hier, ja, wo ist denn hier, Ellie? Boah, was ein Haus, ne? Wie er die Türen öffnet, ey, krass. Haben die sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Ich glaube, so eine Ranch, so Leute, die im Abseits im Wald leben, immer schon, die haben wurden ein bisschen verschont. Was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy. Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt.
alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Oh weia, oh weia. Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Oha. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Oh je, oh je, oh je. Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Scheiße, ey. Ich suche hier. Such hier früh. Hä? Ich war doch gar nicht. Verdammt nochmal! Los, Hände weg von ihm! Ja, ist schon traurig, doch, was der zu ihr gesagt hat. Krass mit der Machete. One Hit. Wo steckst du? Du bist nur. Okay, alles sauber. Krass, mit der Machete hat er in den Schild abgeschnitten. Ne? Ich hoffe, du hast weggeguckt. Das ist für Miets Augen viel zu riskant, sowas. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Jetzt wirkt ihr echt traurig.
Wow. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Adios. Da lacht die Mietz. Oh, ein Eichhörnchen. Kriegt das andere Team den Ball. Genau, das ist ein Turnover. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen, dann weiß man das. Oh, mit 3 kann ich das schon. Was ist Carlos überhaupt für ein Name? Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Ich guck mich hier nochmal um, bevor ich weiter. Gehen wir. Cool, dass man jetzt ein Pferd hat, ne? Schießen geht nicht vom Pferd, merke ich. Oder aber Taschenlampe. Komm. Das sieht doch alles schon wieder... Sieht mir da alles schon wieder sehr komisch aus. Ich bleib bei Carlos. Ich hasse den Namen. Die Gebäude zu looten, das riecht doch schon nach Sterben. Hier reinspringen, wie wär's? Putsch doch mal. Seine Tochter, glaube ich, hasst er nicht. Ansonsten hasst er alles und jeden. Okay, na los. Gleich wieder da. Ich warte. 50 Stück habe ich. Was machen wir? Darauf wollte ich eigentlich sparen. Schwankende Waffe. Komm! Okay. Für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir reiten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können.
Oh, es wird dunkel, scheiße. Na los. Was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Oh, ein Flammenwerfer. Krass. Das heißt doch nie was Gutes, wenn man so eine Waffe mal spontan in die Hand gedrückt bekommt. Die wollten mich doch nicht auf eine falsche Fährte locken. Werkzeug Rang 4, er bräuchte da gar nicht an die Maschine gehen. Messermeister, ja, ich weiß nicht. Ich will lieber keinen schwankenden Schuss mehr haben. Dann erkunde ich mal. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. 29.08. nichts. Hat die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. noch immer nichts. Huch. Marco, auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. 14.9. Eingang. 5 neue Rekruten aus der Quarantänezone Chicago. Ha, endlich einer mit einem Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Eingang. 6 Typen aus dem Hauptquartier. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es echt schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Eingang, Vorratslieferung aus dem Hauptquartier. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Eine ist für dich, guten Appetit. 31.10. Eingang, 10 Millionen Werwölfe, die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 15.11. Ausgang Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Eingang Speer zurückgekehrt. Rocker hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Eingang. Ein Biologe aus San Francisco, der ist ein richichtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Eingang. 3 neue Rekruten als Eskorte. Die haben mir wenigstens vor Weihnachten gewünscht. Hab ihn verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. Eingang. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus. Das war's mit Erkundung. Putsch mal. Der ist auch immer nett. Das macht Spaß. Putsch mal. Ja, alles viel zu ruhig und kriegst einen Flammenwerfer geschenkt. Na komm! Oh, es wird kälter. Es wird langsam Herbst.
Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Bleibst du mal draußen? Einige sein für so ein Vorhaben. Mietz, was machst du? Ob der in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Ey, sag mal. Sieht mir zusammengepfuscht aus. Wir müssen die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Kein Saft. Scheiße, ey. Ich versuche mal den Strom einzuschalten. Ich würde mal eher sagen, time to bogen. Ganz lautlos wie ein Schneiper. Time to lautlos. Mache ich einen Lärm, sind alle wach. Nervenkrieg. Psch. Ein Lärm und alle sind wach, Frau Mietz. Psch. So, wir haben zwei Putts. Wir haben zwei, die laufen Putt. Den töte ich gleich, wenn der auf seinen nächsten Putt kommt. Wenn er hier gleich seine nächste Runde dreht, gehe ich hinter ihn und töte ihn. Da hinten läuft er gerade. Da. Hinten links.
Danach muss ich die andere paar töten und die anderen kann ich alle per Bogen ausschalten. Hä? Was ist das denn für ein Bug? Was ist das für ein Bug vom Mitz? Ja, aber ich will hier keinen Krach machen, weißt du? Dann kommen nachher aus anderen Häusern noch 30 weitere. Ich bin ja auch nicht John Rambo. Jetzt klappt's. Hier kann man mich ja gar nicht sehen. Selbst Frau Mietz wird mich nicht sehen. Keiner gar nicht. Ich will das einfach mal einmal versuchen. In einem James Bond Modus. Wenn die jetzt nach rechts guckt, habe ich ein Problem. Da hinten, die ist doch ein Problem. Die hätte ich fast den Eimer umgetreten, ey, krass. Dann ist aber Polen offen. Ach, darf man auch nicht mehr sagen bei Twitch sowas, ne? Wenn man alles nicht mehr sagen darf, ey. Die Liste, die ist so lang. Boah, jetzt hätte ich fast mit der Knarre geschossen. Ach. Mietstaktik. Was war das? Jetzt habe ich keine Bomben mehr. Super. Perfekte Mietstaktik. Mietz wollte, dass ich meine Bomben loswerde, um dann in einer Notsituation mit Bogen kämpfen zu müssen. Dafür bestehe ich jetzt in einer Notsituation ohne alles hier. Bin ich auf Frau Mietz reingefallen, ey, scheiße.
Ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja, wie es wohl ist, allein im Weltall zu sein. Das wäre cool. Glaube ich. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lerne dich. Das wird nichts. Joel, bitte. Wer singt mich? Ja, ich lebe. Du lebst doch. Noch sollte es heißen. Für diese harmlose Gruppe zwei Bomben zu verbrauchen, das ist Survival aller Meets, aber nicht Survival aller Überleben. Gehen wir. Sind das Affen? Ja, eine ganze Horde. Krass. Buh. Guck mal da hinten. Die leben hier, die Äffchen. Da klettern sie auch so, guck mal. Krass. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Krass, sie hat noch nie einen Affen gesehen. Ich sehe jeden Tag einen, muss ich nur aus dem Fenster gucken. Super. Naja, aber auch sowas muss es geben. Man kann ja nicht überall Loot finden. Dennoch muss man ja immer weiter erkunden, ne? Oh! Krass, ey, die lassen sich was hier einfallen, ey. Hätte ich nicht das Talent, was ich habe, dann hätte man den Raum wohl übersehen. In geliebter Erinnerung. Ja. Medikit verbessert. Sind jetzt 67% stärker. Noch.
Na los! Gehen wir. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Hey da! Fireflies! Ich seh's. Das ist gut. Ein Zeichen der Fireflies. Ja. Da hast du sogar recht, Else, Elfriede. Okay, na los. Komm. Komm. Jetzt zum Tor. Disconnect Generator when not on duty. Da ist es. Generator abschalten, wenn er nicht gebraucht wird. Da bewegt sich nichts. Da ist das Labor. Dann haben wir es geschafft. Mal sind wir durch. Haben Sie wohl hingebastelt? Da hinten ist ein Generator. Pass gut auf. Du auch. Ich lausche mal kurz. Ich höre nichts. Alles sicher. 15 noch. Zehn noch. Tester, 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Hesser. Vielleicht war es sogar Hesser. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit den letzten Übertragungen aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagt, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt, um weitere Vorräte zu besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Wie lange ging das wohl gut? Nicht sehr lange.
Oh, da liegt noch Lump. Lumpensammler. Wie die Frau aus Mietzes Haus. Verdammt, Sporen. Lumpen-Erna. Jo. Hallo. Jeder Schuss kein Treffer. Ja, jetzt wären die Bomben natürlich super beim Boss zu benutzen. Danke. Nicht verschwenderisch, das war deine Idee. Jetzt stehe ich hier ohne alles. Wird sehr schwer werden. Yeah.
Ist er tot oder was? Ist doch fake. Krass, einmal auf Frau Mietzger. Komplett Chaos. Direkt mit dem Leben kurz vor nicht mehr weiterkommen. Wegen einmal auf Frau Mietzger. Mit der Mietztaktik. Mietz wird sich hier so durch die Welt ballern, wenn dann so Situationen kommen, hättest du noch zwei Bogenschüsse. So, hier haben wir alles erkundet. Infizierte, mir geht's gut. Mach ich sofort.
Na, was? Im Zuge der aktuellen WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden in einem Bereich von bis zu 15 Kilometern. Um die Grenze der Quarantänezonen herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht nach weiteren Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe macht in einem Brief deutlich, in der Stadt gefunden. So ein Scheiß, niemand kommt. Oha. Naja. Huch, der Chat ist aus. Wo war Ellie nochmal? Von wo hat die denn gerufen? Die hörte sich so nah an. Mach doch den Generator wieder aus. Waren das Fireflies? Nein. Nein, ich glaube nicht. Warum gibt es infizierte Donner beim Labor? Bill nutzte sie als Verteidigung. Vielleicht machen sie das auch. Ja, das verstehe ich. Rutsch mal. Bill nutzte sie als Verteidigung. Bill war der Bruder, ne? Ja. Dann hat er quasi die Zombies da vor die Tür abgestellt, beziehungsweise die Infizierten. Na los! War ich da schon? Ne. Doch, von da kam ich. Komm! Ach,
Ach ja, stimmt. Tommy war der Bruder. Keine Wache. Kein gar nichts. Ja, langsam sollten wir jemanden treffen. Warst du an so einer Schule? An der Universität? Ja. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Ja, als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Oh. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Zu viel. Der mit den Pfeilen tanzt. Das sollten wir. Wo ist die Ellie? Der alte Mann musste die ganze Zeit zu Fuß laufen, das ist auch nicht der Sinn der Sache. Eine Unverschämtheit ist das. Ist eine absolute Unverschämtheit. Das muss man auch mal so ansprechen, also. Es grenzt da schon an absoluter schlecht erzogenes Persönchen, die Ellie, ne? Muss der alte Mann hier rumjoggen und die reitet mit dem Pferd umher. Ich glaube das alles nicht. So, da ist nichts mehr weiter. Rutsch doch mal. Ja, fit. Fit ist er. Okay, den werde ich wohl gleich brauchen. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Fängt die Ellie schon an wie seine verstorbene Freundin, die immer sagen wollte, wo es lang geht.
Ah ja, das war eher ein Joke, ne? Eine Methode. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Wo ist denn Elfriede? Ach, da unten. Okay, na los. Da unten ist er. Aus dem Weg. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Na bitte. Danke. Sehen wir uns um. Sehen wir uns um. Tja, die Werkbank nutzt mir nichts ohne Werkzeuge auf Rang 4. Da kamen wir rein. Oder? Da kamen wir hoch, genau. Ellie ist dann hier lang, dann gehe ich hier auch mal lang. Juhu! Fireflies! Euer Heilmittel ist hier! Ist da wer? Seien wir leise, bis wir wissen, was hier los ist. Ich wollte gerade sagen, ey, Ellie, kannst du mal aufhören? Okay. Ach, Wahnsinn, ey. Molotow verbessert, ist jetzt zweimal so groß. Werkzeug Rang 4, jawohl. Kann ich jetzt mal dick investieren gehen. Was haben wir hier denn Schönes? Boah. Das war mal ein Secret Room hier.
Wo war die Werkbank im Raum davor, ne? Oh, hier war ich noch gar nicht drin anscheinend. Das heißt was Gutes. Red uns nicht immer sowas ein, ja. Was haben wir denn? So geht es doch. Ich habe ein neues Zielfernrohr. Wow. Jetzt zoomt er richtig ran. Wo ging es dann nochmal weiter jetzt? Ach, hier hinten, ne? Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, wenn man positiv denkt, passieren auch nur positive Sachen. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Ellie. Ich hatte gesagt, bleib in meiner Nähe. Das heißt nicht, Ellie, geh vor. Wird ja immer frecher, das Kind. Leichen. Das ist gut, oder? Es fragt sich, wo sie hin sind. Diktiergerät hatte ich auch mal, so ein elektrisches.
Das ist praktisch, kann man immer mal wieder was drauf sprechen. Loot Party. Da, wo sind die Fireflies? Das fragen wir uns doch alle gerade. Wo sind sie hin? Boah, Junge, mach doch die Tür vernünftig auf, ey. Da denkt man doch hier, da kommt der Oberklicker hier rum, ey. Die Lauschmodus-Distanz mal verändern. Sich was einzusammeln. Mist. Dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Röntgenbild des Pilzwachstums ins im Gehirn eines Patienten. Bah, guck mal hier links, der Pilz. Ein Affe! Nein, keine Klicker. Auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weitersuchen, wir werden was finden. Die Äffchen plündern die Labore. Ich glaube alles hier nicht. Wo bin ich in welchem Spiel bin ich hier gelandet? Die Monkey Boo Gang. Affe greift die Leute, die Affen nicht angefasst haben. Er hat nicht gesagt, wo sie sind.
Ich weiß. Suchen wir weiter. Tierversuchslabor. Ist nicht so schön, sowas zu sehen. Was du nicht sagst. Ich bin tot, oder bin es bald. Ich hatte Zeit, nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ganze Scheiße reine Zeit verschwenden. Das nicht mitmachen. Komm schon. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei, die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit, vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind es Fireflies? Deckung! Oh! Boah. Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Wie konnte der mich da sehen, ey? Herr Gott, Joel! Hi. Wie konnte der mich da ums Eck sehen? Man weiß es nicht. Jo. Mann. Ach ja, war ich noch gar nicht. Ah, fuck. Boah, wo fliegt der denn hin?
Der flog ja weg, ne? So crazy. Die Axt ist echt overpowered, ne? Krass. Voll der Axtmörder. Da liegt ja nur so ein Stock. Alte Backsteintaktik. Wichser. Alter. Boah. Krass. Das sieht ja mal gar nicht gut aus. Schwer verletzt. Bestimmt, weil ich zu langsam gedrückt habe. Was soll ich jetzt tun? Was? Scheiße. Du musst mich hochziehen. Okay. Boah. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Boah! Okay. Das muss wehtun. Gehen wir einfach zum Pferd. Boah, krass, der kann gar nichts mehr. Da ist keiner. Weiter! Ja, ist am Ende der Mann, ey. Joe, wie geht's dir? Es geht. Kommst du durch das Fenster? Boah, er kann gar nicht mehr steuern, er ist voll fertig. Okay. Gut. Komm schon hoch! Schon entdeckt. Mist. Okay. Heftig. Du bleibst hier? Der sieht auch nicht mehr gut aus, die Augen fallen schon immer zu. Ellie. Los, raus da! Mist! Und das Pad vibriert auch so komisch, als wenn er nicht mehr lange zu leben hätte. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel! Jetzt komm! Mach schon! Hier ist keiner! Schnell! Du machst es gut! Nur weiter so! Krass! Mann! Hier, halt dich fest! Nein! Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch. Los, komm. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Hey. Hey. Joel. Heftig. Hinter dir. Was? Krass.
was hier abgeht, ne? Joel! Hier! Steh auf! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen! Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen! Träum weiter. Ich kann nicht mehr laufen. Bin ich jetzt richtig? Warte. Ich öffne die Tür. Lass dir Zeit. Los, komm! Ach, Scheiße! Schneit schon. Guck mal, der Schnee. Kommst du hoch? Los! Wahnsinn. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Krass. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Oha! Frau Mietz, was ist denn da los? Schock. Oha. Das wird nicht lang reichen. Hasi ist tot. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Tja, ist sie allein jetzt. Da bist du ja. Ruhig. Muss ich um ihr Essen alleine kümmern. Da sind die Hufe. Langsam. Hab dich. Mist, er hat's gehört. Gute Ohren, der Leopard. Mietz voll im Schock.
ruhig, ruhig. Oh Mann. Wo ist er hin? Ja. Wieso lebst du noch? Wo so ein Hirsch, da hätte, wäre sie lange von satt. Kann sie sogar teilweise portioniert einfrieren im Schnee. Was ist das für ein Ort? Na gut, da kann sie ihr Pferdchen dann holen, ne? Okay, das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. Also. Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Staubsaugerverkäufer. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt, dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Ein Staubsauger und ein Beutel. Das Gewehr nehme ich. Oha. Na klar. Jetzt zurück. Da ist was los, doch. Die hat Nerven, die Frau.
Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Den gesamten Hirschtragen, oder? Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Oh, der Verletzte? Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh oh. Boah, was hat der für ein Pilz im Gesicht? Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Jeder Schuss muss sitzen. Ich kenne das schon. Weiter so, Kleine! Oh! Hier, fürs Gewehr! Du hattest recht! Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich! Hilf mir mal! Einmal durch ihn durchgeschossen, oder? Ah! Nichts hier drüben. Da kommen eine ganze Menge auf uns zu. Ja, ich sehe. Vergiss es. Wir müssen hier raus. Ich halte sie auf. Erwacht die Treppe. Alter Falter. Komm mit, hier durch. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch. Na toll. So ein Glück. Das wird der neue Joel. Alles frei.
Hier lang. Ich folge dir. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Hey, Kleine. Alles Scheiße. Klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Ich musste noch nachladen. Heftig, ey. Dieses Nachladen in letzter Sekunde. Bist du ja. Komm schon, da ist die Tür. Das war knapp. Wir müssen da hoch. Da, mit der Leiter sollte es gehen. Wie komme ich da hoch? Von der anderen Seite womöglich, ne? Alter Falter, meine Nerven. Die kommen aber auch angerannt da. Freut sich die Frau Mietz. Ach, da kann sie nicht hoch. Alle anderen Höhen gehen. Das war sehr merkwürdig. Ist ja nicht ziehbar hier. Ja, genau. Jo, das war nix.
Fragen über Fragen. Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Mhm. Dann los. Okay, alter Mann. Es muss einen Weg hier rausgeben. Wo sind die, ey? Krass. Schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott. Wir haben diese Jungs gesucht. Egal. Nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Siehst du was? Deine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Bereit machen. Keine Schüsse mehr. Keine Schüsse mehr. Bereit machen. Weiß.
mehr. Wie viele von ihnen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Was ein Irrsinn, ey. Mann, ey. Warum hilft der mir denn nicht? Krass. Musst du alles alleine machen hier, oder was? Ja, alles nochmal. Die hat gesessen, die Granate. Nein! Jo, schön daneben. Ja, ich habe keine Schüsse mehr. Was soll ich machen? Muss alleine machen. Erwachsener Mann. Überprüfe die Brücke. Krankes Game. Oh. Zurückgehen und nach unserem Vieh schauen. Du hast dich ziemlich gut geschlagen, Kleine. Ich finde, wir sind ein gutes Team. Wir hatten Glück. Glück? Nein. Das war nicht nur Glück. Nein, weißt du, Kleine... Ich glaube, nichts passiert ohne einen Grund. Klar. Im Ernst. Und ich beweise es dir. Also, dieser Winter war besonders hart für uns. Vor ein paar Wochen, da habe ich Männer losgeschickt in die Nähe der Stadt, um Nahrung zu suchen. Nur ein paar kamen zurück. Sie sagten, die anderen wurden
ermordet. Einem verrückten Mann. Und jetzt kommt's. Der verrückte Mann hatte ein Mädchen dabei. Oh oh. Siehst du? Alles, was passiert, hat seinen Grund. Hey. Bleib ganz ruhig. Du hast keine Schuld. Du bist nur ein Kind. James, runter mit der Waffe. Vergiss es, David. Ich lasse dich auf keinen runter Fall gehen. Mit der Waffe. Jetzt gib mir die Medizin. Den anderen wird das nicht gefallen. Lass das mal mein Problem sein. Und jetzt geh mir aus dem Weg. Du schaffst das nicht alleine. Ich kann dich beschützen. Nein, danke. Dann wohl doch nur den Hasen. Los, weg hier! Komm schon! Komm mit. Joel? Oh. Ich habe nicht viel zu essen gefunden. Aber ich habe das hier. Heftig. Okay, heb deinen Arm. Oh oh, die suchen die beiden. Oh Scheiße! Sie sind hier. Ich werde versuchen, sie von hier wegzulocken. Ich bin bald zurück. So, der perfekte Zeitpunkt, um eine Speicherung vorzunehmen. Wie mag es morgen weitergehen? Das ist die große Frage. Hey, ich hab sie! Ich hab den Arsch! Er schießt sie! Aber David hat gesagt... Lauf!